Fast 5 Jahre war Michael Neumann Innensenator und einer der wichtigsten Vertrauten von Olaf Scholz. Im Januar 2016 trat der SPD-Politiker zurück und startete eine neue Karriere an der Universität der Bundeswehr. Er schrieb eine Dissertation und wurde hier zum Doktor der Politikwissenschaften promoviert. Neumanns Thema? Der deutsche Föderalismus. So ganz wissenschaftlich scheint Neumann beim Schreiben nicht vorgegangen zu sein. Nach Recherchen von Panorama 3 hat der Autor dutzende Quellen entweder gar nicht oder nicht korrekt angegeben. Ein Experte für Plagiatssuche bestätigt das. Es sind also eine ganze Reihe von Verstößen gegen Zitiergebote. Sie häufen sich. Einmal kann das ja jedem passieren, aber es sind zu viele. Professor Gerhard Dannemann kämpft für gute wissenschaftliche Praxis. Seit Jahren spürt er Plagiate auf. Und die hat er auch in Neumanns Doktorarbeit gefunden. Das war gar nicht schwer, denn der Autor hat deutliche Spuren hinterlassen. Diese Arbeit enthält ziemlich viele versteckte Links. Das kann man sehen, eigentlich nur dann sehen, wenn man mit dem Mauszeiger genau auf ein solches Wort geht, wo der versteckte Link steht. Und hier sehen Sie einen Verweis auf den Wikipedia-Artikel zu Baden, Südbaden. Wenn Sie weiter runtergehen, haben Sie auch hier die passenden Wikipedia-Artikel. Die tauchen dann auch auf als Links. Die funktionieren auch. Sie klicken drauf, die Seite öffnet sich. Wenn Sie versteckte Links an 10 Stellen hinterlassen, das ist dann wohl sehr unwahrscheinlich, dass das ein reiner Zufall ist, dass das passiert ist. Das passiert eben halt, wenn man aus dem Internet Quellen kopiert und etwas bearbeitet. Das passiert nicht, wenn man selber formuliert. Kein Mensch fügt versteckte Links in einen Text ein. Woher Neumann kopiert hat, gibt er häufig nicht an. Ein Beispiel. Hier die Doktorarbeit. Links zum Vergleich der Wikipedia-Eintrag Norddeutsches Tiefland. Die rote Markierung zeigt exakte textliche Übereinstimmung. Dann ist das schon ein Anzeichen dafür, dass systematisch hier Texte als Schreibvorlage verwendet worden. Und das ist unredlich als wissenschaftliche Methode. Es bringt auch die Wissenschaft nicht weiter, wenn man einfach nur andere Texte abschreibt und neu formuliert. Was sagt Michael Neumann zu den Vorwürfen? Auf unsere Anfrage reagiert er nicht. Und die Universität der Bundeswehr? Nach den Recherchen von Panorama 3 kennt man hier die Vorwürfe seit Monaten. Das Unigremium zur Untersuchung wissenschaftlichen Fehlverhaltens befasst sich offenbar mit der Doktorarbeit. Wenn die Gremiumsmitglieder gut recherchieren, dürften sie auf diese Stelle treffen. Oben Neumanns Text. Unten ein fast wortgleicher Text aus dem Internet. Der stammt von der Wissensseite Was ist was? Hat Neumann die als Quelle benutzt? Die Bundeswehr-Uni wollte zum Fall Neumann keine Stellungnahme abgeben. Generell sei man aber bemüht, wissenschaftliches Fehlverhalten aufzuklären.